Jetzt kommt es zum großen Treffen und Rapper Sado hält sein Wort. Mittlerweile ist in der Deutschrap-Szene bekannt, was vorgefallen ist. Hobby-Rapper Sado D, der seinen Höhepunkt im Beef mit Bösemann und Sinan hatte, bekommt ein Jahr nach dem Beef plötzlich Stress. Wer die Leute sind, die ihn attackieren, ist völlig unbekannt. Bis heute fahndet die Polizei nach dem Täter. Mittlerweile sind die einzigen Spuren, die es gibt, die Rapcheck-Exklusiv-Videos. Denn der Täter kommuniziert durch ein Fake-Account mit mir. Diesmal gibt es ein Video, wie es scheinbar zum Treffen mit Sado kam. Immerhin gab es ein Ultimatum und anschließend auch die Bestätigung, dass Sado seine Kette haben darf. Allerdings soll er 100.000 Euro bezahlen. Wie das Treffen ausging, ist leider noch nicht bekannt. Hier gibt es ein neues exklusives Video, was mir zugespielt wurde. Thank you.